So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und heute bin ich im Gespräch mit der Christina Emmer. Viele von euch werden sie schon kennen. Sie ist die Gründerin von CoachNet. Sie hat auch eine riesige Facebook-Gruppe in Facebook natürlich zum Thema sichtbar werden als Coach. Christina, wie viele Teilnehmer hast du mittlerweile in der Gruppe drin? Das letzte Mal habe ich gehört um die 4000 oben oder so. Oh ja, das haben wir jetzt inzwischen schon getoppt. Hallo, erstmal von meiner Seite auch. Danke, dass ich da sein darf und dass du dieses schöne Interview mit mir führen magst. Wir sind jetzt in der Facebook-Gruppe 5.500 Menschen inzwischen. Sehr also da schön. Sind noch mal einige dazugekommen seitdem, ja. Sehr schön, ich gratuliere dir. Danke. Und heute werden wir über das Thema Sichtbarkeit sprechen. Und wenn ich an Sichtbarkeit denke, dann denke ich an dich. Ich war vor kurzem bei dir in der Sichtbarkeits-Challenge als eine deiner Expertinnen oder Experten. Und du hast das nicht das erste Mal gemacht. Ich glaube, das war das dritte oder vierte Mal, wo du das durchgeführt hast. Die dritte war das jetzt, ja. Genau. Die erste gab es im April 2015 und die zweite im September letzten Jahres und jetzt war es die dritte. Genau. Exakt. Und neulich habe ich auf Facebook gesehen, so ein riesen Post. Du hast selber festgestellt, wie viele Experten über die gesamte Zeit dabei waren und ihr Beitrag geleistet haben. Und das war schon verrückt, diese vielen Leute zu sehen, gell? Da war ich auch echt selbst beeindruckt, ja. Ich habe das, weiß ich nicht, aus einer spontanen Laune raus eigentlich gemacht, dass ich mal gedacht habe, jetzt schaue ich mal, ich fasse mal diese Bilder zusammen und dann entstand da so eine Bildergalerie und ich dachte mir so, wow, was für tolle Menschen. Ja. Und die waren alle schon bei mir in der Challenge, das war ja noch so das i-Tüpfelchen dabei, ne? Ja. Also total cool. Ja, und auf den Weg über diese drei Male in der Leitung dieser Gruppe, also Sichtbarkeit ist einfach ein Thema, was dich eine Weile begleitet. Und, ja. Gell? Und ich denke, da hast du sehr viel schon gesehen. Und ich würde ganz gerne in das Gespräch einsteigen, überhaupt mit der Frage, welche Möglichkeiten für Sichtbarkeit gibt es für Coaches, Trainer, Berater und ich nenne sie immer herzgetriebene Dienstleister, die auf dem Markt sich zeigen möchten, um überhaupt ihre Kunden zu sagen, hey, hier bin ich überhaupt, ich bin Experte auf meinem jeweiligen Bereich, ich habe was zu bieten. Und wir hatten im Vorgespräch gesagt, vielleicht können wir, weil wenn wir versuchen würden, alle Möglichkeiten, die es gibt, abzudecken, wir werden noch morgen hier. Ja. Aber wir haben gedacht, vielleicht so in die Richtung, was sind so die Klassiker und was hast du an neue Trends in dem letzten Jahr oder in den letzten 18 Monaten beobachtet? Also gerade auch durch deine Auseinandersetzung mit der Sichtbarkeitschallenge und so weiter. Ja, du hast recht. Also es gibt natürlich eine Menge Möglichkeiten, ja. Und am liebsten plaudere ich ja mal so ein bisschen aus dem eigenen Nähkästchen, weil das fällt mir dann am leichtesten, ja. Also was habe ich gemacht, was hat mich vorangebracht und so weiter. Und da kommt bei mir einfach auch tatsächlich der Klassiker, erstmal das Bloggen an erster Stelle, weil das war ja auch das, wie ich gestartet bin. Ich habe übrigens, bevor ich meinen jetzigen Blog gestartet habe, hatte ich auch mal ein halbes Jahr vorher einen, der nicht so erfolgreich war, da hat es so einen Fehlstart hingelegt, da habe ich auch viel draus gelernt. Also es kann auch manchmal sein, dass es nicht gleich von Anfang an klappt. Und im Juni 2014 habe ich meinen jetzigen Blog gestartet, nochmal ganz neu aufgesetzt. Und das war so der erste Schritt für mich tatsächlich in die Sichtbarkeit. Wobei, da kann man ja auch gleich dran anschließen zu sagen, das Bloggen alleine reicht nicht. Ja, es ist dann auch wirklich viel, viel Arbeit. Und vielleicht sogar die wesentliche Arbeit, auch diese Artikel, die man schreibt und das, was man produziert, tatsächlich auch zu promoten über verschiedene Kanäle. Ja. Ja. Und was mir dann auch nochmal einen richtigen Schub gegeben hat, war tatsächlich das Gründen der Facebook-Gruppe. Das war im Dezember 2014, also ein halbes Jahr nach dem Start des Blogs. Und es war irgendwie Winter und ich weiß nicht mehr genau, warum ich es gemacht habe. Ja? Aus der Laune heraus habe ich gedacht, ich brauche jetzt auch mal meine eigene Facebook-Gruppe. Und vorher hatte ich ja immer so mit diesen Begriffen Positionierung und so weiter hauptsächlich gespielt. Und da hat sich zwar auch schon meine Leserschaft drum aufgebaut, die haben meine Blogartikel gern gelesen, aber so richtig durchgestartet bin ich dann tatsächlich mit dieser Facebook-Gruppe auch. Und zwar habe ich die ja bezeichnenderweise Werde sichtbar als Coach genannt. Ja, da kam das Wort Positionierung gar nicht vor. Ja. Und das hat die Leute wirklich irgendwie auch
angetriggert. Ja? Da hast du Ja. gemerkt, wow, sichtbar werden ist echt ein Thema. Da kamen innerhalb von 3 Monaten, waren glaube ich 1000 Leute in der Gruppe, 2 oder 3 Monate, und dann kam ja auch schon die erste Challenge und dann waren es irgendwie auch schon 2.500 oder sowas. Das ging total schnell und ich musste da im Grunde gar nicht so viel machen. Also das war für mich auch ein super, super geniales Tool, das man allerdings natürlich auch mögen muss. Ja, so eine Ja. Community aufzubauen und auch dann mit entsprechenden Inhalten zu versorgen und zu moderieren und das alles, ist schon auch zeitaufwendig. Ja. Ja, muss man auch echt Du und sagen. ich, wir hatten darüber geredet bei dem letzten Inspirationscamp, glaube ich, in Bonn. Und ich habe gesagt, Christina, Hut ab, ich könnte das gar nicht. Das würde gar nicht meine Vorliebe entsprechen zu tun. Aber hey, für dich ist es perfekt, weil das hast du gerne. Also du ziehst Energie daraus, in Kontakt zu gehen mit diesen Menschen. Und ich habe es selber miterlebt als Expertin in dieser Challenge. Da bist du einfach, du bist gut darin und das macht dir Spaß. Das merkt man dir an, auf alle Fälle. Da hast du ja diesen Begriff mit der Brillanz, glaube ich, auch so schön in deinem Modell, den du da prägst, ne? Und ich glaube, das ist also da ist es ein Brillanzbereich von mir, wirklich in Kontakt zu gehen mit vielen Menschen, diesen Raum zu Ja. öffnen. Das ist jetzt nicht nur in der Facebook-Gruppe so, das erlebe ich auch in Workshops. Ich hatte ja letzten Samstag auch meinen Impulstag in München. Und auch da gelingt es mir irgendwie, Raum zu öffnen für Menschen, in dem sich die anderen dann öffnen können und so. Ja. Von dem her ist das natürlich für mich auch der perfekte Raum oder die perfekte Möglichkeit, um sichtbar zu werden auf meine Art. Und Ja. das ist ja auch gleich so etwas, wo ich mal sehr viel Wert drauf lege, dass man wirklich nicht jetzt nur, weil das eigene Vorbild vielleicht, das man hat, dann bloggt, dann muss man auch bloggen oder Videos machen, dann muss man auch Videos machen. Das ist schon, ich hatte auch eine Zeit gehabt, ne, am Anfang meines Blogs, wo ich dachte, oh Gott, ich muss auch Videos machen. Ich muss unbedingt Videos machen, Ja. weil ohne geht es ja gar nicht, ja. Ja. Und ich habe mich echt lang drum gedrückt und es ging doch. Auch mit wenig Videos. Ja. Ja, also es geht, wenn man das findet, worüber man selber dann auch kraftvoll ist. Das Sehr, ist sehr schön. sehr, sehr entscheidend an der Stelle, ja. Das heißt, da haben wir schon erste Dinge gehört. Blogs, Facebook-Gruppen und du hast genannt deinen Impulstag. Ich würde sagen, das ist ein Workshop und du hast auch andere Vortragende dabei gehabt. So, das sind so drei Dinge, die zu dir passen und die stellen drei Möglichkeiten dort für Sichtbarkeit für unsere Zuhörer. Was sind noch so Klassiker, so aus deiner Sicht? Ja, also wie ich schon gesagt habe, Video natürlich, ja, einen YouTube-Kanal zu haben, ist ja jetzt auch total in. Natürlich Podcasten ist da jetzt auch, wie lang ist das jetzt, seit einem Jahr oder 1,5 auch, das ist so Ja, irgendwie in die ne? Richtung. Also zumindest bei uns in Deutschland. Ja. Das ist ja auch etwas, was jetzt immer mehr machen. Und ich habe das ja auch mal probiert. Ich habe so eine kleine Podcast-Reihe aufgestellt. Hat auch bei mir super funktioniert. Ich hatte innerhalb von kurzer Zeit viele neue Interessenten. Und ich habe dann gemerkt, regelmäßig zu bloggen fällt mir leichter, als regelmäßig zu podcasten und sowas zu erstellen. Ja? Ja. Also, aber es funktioniert auch. Also es gibt ja ganz, ganz viele, die jetzt wirklich erfolgreich podcasten. Und das Schöne ist ja, im Gegensatz zum Video, dass das Podcasten ja wirklich recht unkompliziert ist. Sofern man eine einigermaßen gute Sprechstimme hat natürlich und nicht nur Quark redet. Ja. Aber die Technik drumherum ist wesentlich einfacher. Man braucht auch nicht so sehr auf Bildqualität und diese Dinge, die fallen ja da alle weg. Ne? Sitze ich im richtigen Raum? Ist der Hintergrund gut? Ist die Belichtung gut und so? Das fällt ja alles weg und man quatscht einfach mal ein paar Minuten oder eine halbe Stunde. Also für viele wirklich eine gute Alternative auch zum Video, wenn man sich da noch nicht hintraut. Ja, und das ist vor allem für diejenigen Menschen gut, die gerne reden. Nicht, dass ich zu den Menschen gehöre, die nicht gerne rede, aber ich rede gern anders. Also eine meiner Vorlieben ist, dass diese Gespräche, also auf diese Art und Weise bin ich gern sichtbar, auch in diesem Video, was wir gerade drehen, aber für mich wäre eine Podcast alleine, glaube ich, durchzuführen, so ziemlich eine Katastrophe. Also nicht, weil es schlecht wäre, weil wenn ich etwas anpacke, dann schaue ich zu, dass es gut ist, aber so von meiner inneren Vorliebe ist es aktuell nicht hier oben drauf, aber viele machen das und haben damit Erfolg. Ja, du bist ja auch wirklich hervorragend darin, ganz spontan in jeder Situation, egal ob Wind oder nicht oder wo du gerade bist, ein Video zu drehen. Ja? Das ist ja für viele doch eine richtig große Hürde. Ja, 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 ja. genau. Und ansonsten gibt es natürlich noch die
die ganz, also ganz großen Klassiker, sage ich jetzt mal, wie E-Books oder Bücher an sich zu schreiben, ja, Vorträge zu halten, sich da Möglichkeiten zu schaffen, wo man sein Wissen zu präsentieren kann. Ja, gibt es natürlich auch. Und es ist ja jetzt, das Schöne ist, dass jetzt die Hürde auch ein Buch zu schreiben und auch zu veröffentlichen, ja auch enorm gesunken ist. Ja, Ne? ja. Ja, war das ja so etwas, wo du gesagt hast, wenn mich nicht ein großer Verlag nimmt, dann brauche ich das gar nicht anfangen. Ja. Und inzwischen kommt sicherlich auch qualitativ einiges dabei raus, was man nicht unbedingt braucht. Das ist natürlich die andere Seite. Ja. Die schöne Seite daran ist, dass es für jeden viel einfacher machbar ist, der sich auch, wenn man sich da auch echt reinhängt, dann kann da ein richtig gutes Produkt rauskommen mit relativ wenig Hürde im Gegensatz zu früher, wenn Ja. man so mit Buch vergleicht. Ne? Ja, definitiv, definitiv. Ja. Ja, genau. Also das heißt, fast sogar ein Buch wurde zum Klassiker der also der Sichtbarkeitswege. Ja. Und was mich interessiert, insbesondere, und ich glaube, die Zuhörer und Zuschauer auch, ist, was sind die neuen Trends? Was ist zu beobachten auf dem Markt? Ich glaube, sagt man das auf Deutsch, auch auf Englisch sagen wir so jemand als jemand mit dem Ohr zum Boden. Habt ihr den Ausdruck auch? Manchmal. Weiß ich, kenne ich jetzt nicht. With your ear to the ground, so sagen Okay. wir das auf Englisch. Das heißt, du hast deine Fühler ausgestreckt für diese Themen. Was sind einige neue Trends, wofür man wahrscheinlich mehr sehen wird in nächster Zeit für diejenigen, die besonders gerne innovativ sind und neue Dinge ausprobieren wollen? Ja, also wir haben da ja vorhin auch schon so ein bisschen überlegt, gemeinsam, ne, was gibt es denn da jetzt eigentlich so alles? Was mir als erstes eingefallen ist, ist ja dieser Trend jetzt auch direkt, weil wir gerade bei Videos auch waren, das direkter zu machen alles. Ne? Also da gibt es ja jetzt diese Facebook-Live-Möglichkeit, dass man sozusagen direkt live seine Videos macht. Ja. Das gibt es ja nicht nur bei Facebook, sondern jetzt auch schon eine Weile ja Google Hangouts war ja, glaube ich, auch so, wo das gestartet hat. Ne? Plötzlich setzen sich ja so Leute einfach davor, machen nicht mehr groß Aufwand mit Video und Ding. Und schneiden oder sowas, sondern setzen sich hin, quatschen einfach drauf Ja. los. Und auf diesen Zug ist natürlich jetzt Facebook auch aufgesprungen, ja, so dass man. Ja. Und ich kenne auch, also ich habe eine liebe Freundin, die das tatsächlich auch sehr intensiv nutzt. Und bei der merkt man auch, die hat da so einen Spaß dabei, Ja. ja. Also die findet das so, das ist wirklich allein schon deswegen, weil sie sich mal so freut, wenn sie dann da unten sieht, dass jetzt gerade wieder jemand dazugekommen ist. Und dann begrüßt sie jeden immer und also die hat da so einen Spaß. Also ich glaube, wenn einem das auch Spaß macht, ist es auch eine super unkomplizierte Möglichkeit natürlich, weil wir heute alle diese mit den Handys und so, ne, ist ja sehr, sehr, sehr einfach geworden. Und, Ja. genau. Ja, genau. Und diese Facebook-Sache ist so witzig, weil es hat ja angefangen mit diesen Periscope und Blab und was weiß ich, was es Ja. alles gibt und was aufgekommen ist. Und ich fand es sehr interessant, dass Facebook war schon länger in der Entwicklung von diesem Facebook Live-Video und hat einfach ein bisschen länger gebraucht, glaube ich, bis sie wirklich auf dem Markt waren. Aber witzigerweise war der Weg einigermaßen schon vorgeebnet durch diese andere Plattformen. Und das heißt, wenn deine Zielgruppe auf Facebook ist und du gerne dort vermarktest und sichtbar wirst, das ist eine ganz neue, tolle Möglichkeit zum Ausprobieren. Ich denke auch, und das trägt auch dem Trend Rechnung, dass wir ja immer mehr Authentizität wollen. Also die Leute da draußen, auch von uns sozusagen, ja. Ja. Man steht ja heute jetzt nicht mehr so auf, alles ist schon fertig, perfekt und wird so überreicht, sondern die Menschen da draußen mögen das ja auch echt, wenn sie uns erleben, wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir erzählen, was wir gerade tun im Aufbau, Ja. ja, auch miterleben dürfen, was wir tun. Und dieses authentisch sein und echt sein, ja, ich finde, da sind diese Tools, sich einfach hinzustellen und live was zu erzählen. Da, na, da kann man dann ja nicht auf Stopp, ich mache nochmal von vorne, ja, drücken und sondern es ist dann einfach so, wie es ist. Und ich habe so das Gefühl, dass deswegen das auch so gut ankommt, ne? Weil die Leute immer mehr wirklich echte Dinge von uns haben wollen. Und das ist auch dann letztlich schon egal, ob das ist ein Blogartikel oder ein Video oder was auch immer ist, ein großer Trend, wenn wir jetzt mal von der Technik weggehen, ist für mich, dass die Leute immer mehr uns echt haben wollen, Ja, ja? ja. Und live erleben wollen, wie sind wir, jetzt bin ich hier einfach nur mal in meinem Büro, ja, Ja. und jeder kann sehen, wo ich täglich arbeite. Und das, ja, es ist für mich auch so ein ganz großer Trend.
Ja, es ist eine Vermenschlichung des Marketings, eine Vermenschlichung der Sichtbarkeit. Und viele haben Schwierigkeiten manchmal, weil sie glauben, die Dinge müssen geleckt sein, die müssen perfekt sein. Und genau das ist das Spannende, was uns anzieht, ist das Nicht-Perfekte, wenn wir dort hinter die Kulissen schauen können und so weiter. Was gibt's noch? Was hast du noch auf Lager? Naja, also berichten kann ich noch von etwas, was ich ja selber gerade ausprobiere. Da wird sich rausstellen, ob es tatsächlich funktioniert. Ich bin ja sehr positiv. Ich gehe immer davon aus, dass es funktioniert, sonst würde ich es gar nicht probieren. Was ich gerade mache, ist eine Online-Messe für meine Zielgruppe jetzt speziell die Coaches. Also das heißt, da kann man dann wirklich einen virtuellen Stand auf einem virtuellen Messegelände errichten und die Besucher müssen ihr Wohnzimmer nicht mal verlassen. Sie müssen nicht im Stau stehen. Sie haben keine Barrieren. Sie dürfen dann auf dieser Messe auch rauchen, wenn sie wollen oder sowas. Ja, was auch immer. Es ist auch zeitlich total flexibel, weil man eben morgens, mittags, abends dann oder auch mitten in der Nacht um 12 dahin gehen kann. Also ich glaube, ein Trend ist ja auch, dass immer mehr virtuell stattfindet. Und da fand ich das eben, diese Möglichkeit zu bekommen, eine Online-Messe mal auszuprobieren, fand ich ganz, ganz cool. Also da können sich, ich habe das auch gemerkt, viele können sich noch nicht so richtig vorstellen, wie das eigentlich funktionieren soll. Deswegen sind wir auch gerade dabei, machen da so ein Erklärvideo dazu und so, ne? Im Grunde ist es aber tatsächlich wie eine Messe. Es sieht auch ein bisschen aus, also es gibt dann wirklich diese Messestände auch, die sehen so aus und dann kann man da halt irgendwo hinklicken und sich einen Flyer runterladen in dem Fall oder ein Video angucken und solche Dinge. Und man kann tatsächlich auch per Chat und auch per Skype oder sowas, ne, kann man auch tatsächlich in Kontakt treten mit den Ausstellern direkt eins zu eins sozusagen. Also ist auch eine ganz coole Geschichte. Ich werde berichten, wie viele Besucher wir hatten und was dabei rauskam. Und letztlich ist das natürlich, also mein Ziel ist natürlich auch damit den Bereich Coaching an sich noch präsenter zu machen unter den Leuten da draußen, die Coaches natürlich auch sichtbarer zu machen. Ja, ich werde berichten, wie es ausgegangen ist und Ja, unbedingt, weil weißt du, ich kann mir so viele Möglichkeiten vorstellen für andere Experten, auch Menschen, die im B2B-Bereich sind, mit Firmenkunden arbeiten. Warum nicht dort eine virtuelle Messe veranstalten zum Thema, keine Ahnung, wertschätzende Kommunikation oder Unternehmensgesundheit oder ich Ja. weiß nicht was, weil ein sehr großer USP von einem solchen Event für Firmenkunden ist, dass ihre Mitarbeiter nicht aus dem alltäglichen Arbeiten rausgerissen wird, Anreisekosten haben. Also das heißt, ein Trend, was wir immer mehr beobachten, ist die Möglichkeiten der Sichtbarkeit, die es in der Offline-Welt gibt, werden quasi gespiegelt und ausgearbeitet und weitergeführt in der Online-Welt. Ja. Das wird cool und wir werden am Ende des Interviews heute auch nochmal den Link sagen, wo du hingehen kannst, um diese virtuelle Messe anzuschauen. Ich finde es total cool, die Gelegenheit zu haben, einfach da reinzuspicken, wie sieht das dann eigentlich tatsächlich aus. Und was wir auch im Vorgespräch hatten, Christina, war diese Idee, was letztes Jahr der Trend war, gerade im Online-Bereich, war diese viele, viele Challenges, die Oh ja, durchgeführt richtig, ja. worden sind. Genau. Und ja, was haben wir da herausgefunden, so in etwa in Richtung, ja, Challenges der Zukunft? Wie sieht es momentan aus? Ja, also wir haben das ja auch schon festgestellt, ne, dass die Challenges momentan jetzt gerade, zumindest in unserer Wahrnehmung, kürzer werden. Meine war ja jetzt nach wie vor 21 Tage und da muss man sagen, es ist schon auch echt ein Kraftakt, ja. Also nicht nur für die Teilnehmer, auch für mich. 3 Wochen lang da auch, ja, ich bin natürlich nicht Tag und Nacht präsent, das geht gar nicht, aber es ist ja doch schon sehr viel Energie, die da reinfließt. Das auch am Laufen zu halten und die Leute zu motivieren, da am Ball zu bleiben und so weiter. Es kommt halt darauf an, wie viel Herzblut da man auch wirklich reinlegt, ne? Dann sind die Ergebnisse am Ende eben auch unterschiedlich. Ja, und also meine war eben noch nach wie vor 21 Tage, aber wir haben auch gesagt, ne, es gibt immer mehr, die dann so 10 Tage oder 7 Tage machen. Ich denke mal, es hat auch was mit den Leuten da draußen zu tun, wie viel Lust hat man denn überhaupt an einer Sache eben so lange mal dran zu bleiben, ne? Und das ist, glaube ich,
in den unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich. Also wie lange kann man auch die Aufmerksamkeit von den Menschen, die da mitmachen, wie lange kann man die überhaupt halten? Richtig, und ich meine, wenn, auch wenn, wenn ein Format der Sichtbarkeit, ein Format des Marketings auch populär wird und immer mehr Leute beginnen, das zu nutzen, dann beginnt es auch zu passieren, dass eine Person mehrere Challenges irgendwie vielleicht gleichzeitig parallel drin verstrickt ist. Und ich glaube, diese Verkürzung hat auch damit zu tun, dass man irgendwie gemerkt hat, oh, die sind in mehreren Sachen gleichzeitig drin. So können Dinge vielleicht ein bisschen nacheinander stattfinden. Das ist auch nicht schlecht. Ja, es gibt da, also wirklich im Moment ist das wirklich ein richtiger Trend. Da gibt es ganz, ganz viele. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht schon fast schon an der Spitze wieder sind von dem Trend, ne? Wie lange es sich dann noch halten wird. Also ich habe ja jetzt mal bei mir auch noch eine Challenge für September angekündigt. Und muss dann einfach mal gucken, Was bis ne? dahin, wie sich Was? das gestaltet bis Genau. dahin, ja. Ja, aber so macht es auch Spaß, weil die Dinge sich immer weiterentwickeln. Es gibt diese Wellen und da geht mal, wir hatten es auch im Vorgespräch, so eine Richtung und dann eine Gegenbewegung. Was war das Thema, das wir hatten? Das war, ja genau, wie viel gebe ich raus auf dem Markt Ja, kostenfrei genau. oder nicht? Und da gibt es auch wellenartige Bewegungen, oder? Ja. Genau, das habe ich eben im Moment, also oder jetzt seit einer ganzen Weile gibt es ja eben wirklich auch schon diesen Trend, immer mehr Content rauszugeben, immer mehr kostenlos an Wissen zur Verfügung zu stellen. Und dann gibt es eben auch die, die sagen, oh Gott, da entsteht ja ein Wertverfall oder da kauft doch keiner mehr was und so weiter und so fort. Und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich glaube, das ist aber auch eh bekannt, wer mich kennt, ich bin da total sorglos, ja, Ja. an der Stelle. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt damit, dass wenn jemand meinen Content bekommen hat, ich weiß nicht, also es gibt ja Leute, von denen, die werden sowieso nie Kunden bei mir, ja. Und egal wie wenig oder viel ich denen gebe oder so, und andere werden es schon, also ich hatte da noch nie irgendwie ein Problem oder so. Wir haben auch gesagt, es ist so ein bisschen auch so ein Thema einer inneren Haltung, von Großzügigkeit, von Vertrauen, glaube ich auch, ja. Ja. Wie kommt zurück von dem, was ich gebe? Und wenn ich natürlich auch ein bisschen Angst habe, was ich durchaus verstehen kann, ja, dass das, was ich da rausgebe, nicht adäquat zurückkommt, dann wird es natürlich schwierig, ja. Und Ja. das ist natürlich, also zu jedem Trend entsteht ja auch immer eine Gegenbewegung. Also sprich, es gibt welche, die eben sagen, ja, Content Marketing ist das Ding und ist sowieso das Einzige, was letztlich noch funktioniert. Und andere, die sagen, das kann ja gar nicht sein, da kauft doch niemand mehr was. Ja. Und ich stelle eben fest, dass dieses Content Marketing oder jetzt habe ich ja den Begriff vorhin auch mit dem Inbound Marketing da reingebracht. Ja. Ja. Content Marketing ist eigentlich ein Teil des Inbound Marketings. Ja. Sprich, wir pushen unsere Message nicht mehr nach draußen und stopfen sie in die Briefkästen anderer Leute oder erscheinen irgendwie auf ihren Fernsehern und stören sie, sondern wir geben ihnen Informationen Und und ziehen sie sie kommen an. dann zurück. Sie Ja. kommen dann, wenn sie uns brauchen, ja, und nicht, wenn wir gerade meinen, sie müssen jetzt diese Nachricht gerade bekommen. Und die kommen dann einfach zurück. Und ich finde das so viel angenehmer. Und es eins der Grundpfeiler davon ist eben auch, diesen Content, dieses Wissen rauszugeben. Ja. Ich habe mir schon, ehrlich gesagt, lange bevor ich gebloggt habe, hatte ich so oft so Gedanken wie, das Wissen an sich einfach nicht mehr den Wert hat. Weil ich kann überall im Internet alles finden, was ich brauche. Der Wert entsteht dann, wenn ich wieder die Leistung dahinter oder die Dienstleistung dahinter oder die Persönlichkeit mit dem Oder Menschen, die Community. Community, Es sind also andere Werte, die entstehen an ja, verschiedenste Bereiche. Service, ja, solche Dinge, die dann wieder mit einfließen und dann entsteht letztlich der Wert für die Leute. Aber Ja. Wissen an sich alleine, mein Gott, wenn ich es nicht den Leuten zur Verfügung stelle, dann tut es jemand anders. Ja. Also da streiten sich auf jeden Fall die Geister noch Ja. über dieses Thema und für die Zuschauer einfach in dich spüren, was für dich richtig sich anfühlt, ausprobieren und mal gucken. Was sind Schwierigkeiten, Christina? Also wir haben gerade über viele Möglichkeiten der Sichtbarkeit gesprochen und wie man das anstellen kann. Wo bleiben die viele stecken? Was beobachtest du? Ich habe natürlich jetzt da hauptsächlich meine Coaches so im Blick und ich muss sagen, die bleiben am häufigsten schon da stecken, wenn es darum geht, festzulegen, für was sie jetzt eigentlich stehen. Ja? Und da
tendieren vielleicht auch, ein Coach ist ja von Natur aus doch jemand, der eine gewisse Reflektiertheit besitzt und oder durch solche Prozesse gegangen Ja. ist, der sich also auch mit sich selbst beschäftigt. Ja. Und so ein bisschen die Falle an der Stelle ist, dass man in diesem Prozess des mit sich selbst beschäftigen hängen bleibt, ja, und Ja. nicht in das nach draußen gehen, beziehungsweise einfach auch nach draußen gucken. Also wirklich mal hinzuschauen, was wollen die Kunden denn eigentlich von mir? Weil es ist ja schön, wenn ich die Welt retten will, aber wenn jetzt jemand einfach nur gerade ein Glas Wasser braucht und ich das eben aber nicht gebe, vor lauter, ich will aber die Welt retten, ja, mir ist das zu Ja. banal, ihr ein Glas Wasser zu geben. Und Ja. es ist tatsächlich, es ist ein simples Bild, aber es trifft sehr genau. Ja, die Leute geben, also die Anbieter geben den Menschen nicht das Glas Wasser, weil es zu banal ist für sie, dieses Glas Wasser anzubieten, sondern sie brauchen ja ein ganzheitliches, was auch immer, ja, Ja. Angebot, und da wird dann rumgefeilt und da wird dann so wenig drauf geguckt, was eigentlich draußen gebraucht wird. Ich habe festgestellt, viele haben dann auch Angst, dass sie sich dann zu sehr einengen, ja. Und ich kann immer nur von mir sprechen, bei mir war das Gegenteil der Fall. In dem Moment, wo ich mich klar positioniert habe, haben so viele Leute mich wahrgenommen, Ja. dass ganz viele Möglichkeiten entstanden sind, die ich vorher nicht Ja. hatte, und zwar auch durch Geld. Ja. Ja, also nicht jetzt nur, aber also auch durch Menschen, die ich kennengelernt habe und alles Mögliche, und durch Geld, das ich dann verdient habe. Ja. Und das macht mir ja auch wieder Dinge möglich, Ja. Projekte wie diese Online-Messe oder was auch immer. Ja. Ja, Ja. also da steckt für mich eine ganz große Hürde drin, Ja. bei dem Sichtbarwerden. Ja. Und die zweite große Hürde ist dann letztlich auch der Perfektionismus. Also ich bin noch nicht gut genug und ich muss noch dies tun und ich muss noch das tun und die Website ist noch nicht fertig und Ja. noch nicht gut und oder sowas. Ja, da stehen dann auch viele davor und zeigen sich einfach nicht und sind dann irgendwie schon ein Jahr lang am Basteln mit ihren Sachen, und hätten einfach auch kleinere Dinge schon rausgeben können und so. Ja, das ist so. Und das beobachte ich auch immer wieder. Die gleichen Sachen, die du gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Ja. Und nachdem man manchmal ein Jahr oder zwei oder drei sogar nur beobachtet hat und zurückgeblieben ist und nicht mit dem Markt in Kontakt gegangen ist oder sehr wenig, dann ist die Enttäuschung natürlich groß, dass die Kunden auch nicht da sind. Und das steht dem ein bisschen gegenüber. Also wer sich nicht in den Markt traut, egal ob aus perfektionistischen Gründen oder weil sie zu sehr bei sich sind im Inneren, so diesen Innenblick anstatt auch den Marktblick, dieses sind nicht in Balance, das führt natürlich dazu, das ist klar. Ja, natürlich, weil am Ende zählt es ja nicht, wie lange ich schon an meinem Konzept gebastelt habe, ja, Ja. sondern es zählt letztlich, wie lange andere Menschen mich schon wahrgenommen haben, Ja. wie lange ich vielleicht auch Zuverlässigkeit oder sowas gezeigt habe, ja, oder dass ich einfach da bin und für ein bestimmtes Thema stehe. Und das ist ja das Einzige. Und ja, diese Enttäuschung, jetzt habe ich alles super und Ja. jetzt zeige ich das und jetzt kommt keiner. Ja, Ja. so das Ja. erlebe ich auch oft genug, ja. Ja, und das ist auch okay, weil auch ich habe diesen Teil durchlaufen und viele andere auch. Und das gehört oft zu dem Prozess. Und nur, dass du weißt, es könnte auf dich zukommen, die Zuhörer, die da draußen sind. Genau. Meine letzte Frage, Christina, ist: Wie viel Sichtbarkeit ist notwendig? Also da stelle ich fest, dass viele nicht wissen, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Wir haben nur ganz wenige heute angeschaut. Es gibt eine ganze Ladung voll weitere Dinge. Wo soll ich meine Aufmerksamkeit hin fokussieren? Worauf soll ich mich stürzen? Brauche ich drei Sichtbarkeitsmethoden? Brauche ich 12? Wie siehst du das? Hast du auch dieser Frage begegnet? Ja, na klar, also ganz vor allem ganz am Anfang natürlich, ja, also jetzt von meinem eigenen Weg auch, habe ich mir natürlich überlegt und ich habe natürlich auch gesehen, was Kollegen und Kolleginnen tun, ja, und habe mir auch viel angelesen. Es gibt ja immer beim Businessaufbau so diese Phase, wo die Leute ganz viel aufsaugen. Ja. Also wo also man jeden Blog liest und alles, was da so rumschwirrt und jedes Jedes Video. Webinar besucht, jeden Online-Kurs kauft. Auch durch, ja, also Ja. ich auch durch. Ich auch. Und ich glaube, ganz wichtig ist dann irgendwann wirklich diese eine Sache zu finden. Also es muss jetzt nicht nur genau eins sein, ja, aber
Bei mir war es dann schon, ich habe gemerkt, ich bin einfach jemand, egal wie viel Videos andere machen, wenn ich schreibe, dann wird es gelesen. Ja, und wenn ich schreibe, dann kriege ich Kommentare von, boah, das hat mich jetzt mitgenommen und normalerweise lese ich so 1000 Wörter Artikel nicht ganz durch, aber du hast mich gefesselt mit dem, was du schreibst und so. Offensichtlich kann ich das einfach. Ja. Und deswegen mache ich das einfach auch am stärksten und habe mich darauf fokussiert. Und ich glaube, da ist es wirklich, wirklich so essentiell hinzugucken, was ist denn echt meins, ja? Und wenn es mir total Spaß macht, den Kasper vom Video zu machen, Ja. dann ist das auch schön, ja? Ja. Und wenn ich da eine gute Ausstrahlung habe und, oder wenn mir das einfach so von Natur aus gelingt, ich würde für den Anfang das nehmen, was wirklich am leichtesten fällt, ja? Weil sonst kriegt man hält es einfach nicht durch. Und das ist ja auch so entscheidend, ne? Dass man nicht immer sofort wieder es aufhört. Ja. Ich weiß, ich werde irgendwann mal noch mehr Videos machen. Ich weiß, ich werde irgendwann mal noch mein Buch schreiben. Ja. Und es darf alles kommen. Ja. Ja, Ja. aber ich glaube, dass, ja, das, also das ist so dieses, was die Tools angeht. Ja, wie viel benutze ich, was benutze ich genau? Wirklich gucken, was ist denn wirklich das, was einem liegt. Und wir hatten ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, über Reichweite und solche Dinge, ne? Weil Ja. das auch so ein Kriterium ist für Sichtbarkeit. Ja. Auch da habe ich festgestellt, ich habe mich am Anfang beim Bloggen auch nach den größten Bloggern orientiert, Ja. ja. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich deren Zielgruppe mit meiner gar nicht vergleichen kann, Ja. ja. Und zwar nicht nur, weil wir jetzt tatsächlich unterschiedliche Probleme lösen, sondern im Hinblick auf, wie viel Prozent der Bevölkerung spricht denn tatsächlich dieses Thema an? Ja, und wenn ich jetzt als Beispiel nehme, ich löse jetzt ein Problem für Thema Abnehmen oder so, ja? Ja. Also Menschen, die abnehmen wollen, dann trifft es doch eine ganze Menge Menschen, Ja, ja? ja. Im Gegensatz dazu, wenn ich mich nur darauf fokussiere, Positionierung für Coaches, Ja. ja, zu machen. Das ist eine Ja. viel kleinere Gruppe. Ja. Und wenn ich von denen dann eine bestimmte Anzahl habe in meinem Verteiler oder in meinem Umfeld, dann kann das auch echt ausreichen. Und du bist ja selber auch so ein schönes Beispiel dafür, dass es ja noch kleiner auch geht, ja? Wenn dann das Produkt noch hochpreisiger wird oder man noch mehr intensiver mit einzelnen Menschen Ja. arbeitet, dann es auch ausreicht, speziell die einfach noch zu erreichen. Also es ist nicht die Anzahl der Follower, sagt nicht unbedingt was darüber aus. Nein, und ich denke, die Aussage hier ist, tue so viel wie nötig für deine Sichtbarkeit und nicht so viel wie möglich, weil da läufst du die Gefahr, relativ schnell auszubrennen, wenn du versuchst, überall wahnsinnig viele Zahlen zu erreichen von dem berühmtesten Blogger auf dem Markt, den du dir angeschaut hast. Das ist, Ja. geh nach dir, wie du sagst. Das finde ich ein sehr schöner Rat. Fang mit zwei, drei Dinge an, die deinen Stärken entsprechen. Und für den Beginn reicht das aus, weil alles hat Zeit und Potenzial zu wachsen und mehr zu werden über Zeit. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, Christina, die Menschen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es diese schnelllebige Gesellschaft, in der wir sind, wo alles auf Knopfdruck zu bekommen ist, sofort. Man glaubt auch, dass der geschäftliche Erfolg mit einem Knopfdruck einstellt. Und doch braucht man meistens mehr Zeit. Also ein paar Jahre, bis man weiß, was funktioniert, was einem liegt, wo die Zielgruppe ist. Das darf ja auch ein Prozess und ein Werden sein, oder? Ja, ich denke auch und ich kann mir auch vorstellen, dass wir ja gerne die angucken, bei denen es eben genauso schnell funktioniert. Es gibt ja immer so ein paar, gibt es ja immer, wo tatsächlich so zack und dann macht es so Peng. Ja? Und wenn wir denen dann zuschauen, dann schauen wir meistens nicht mehr auf die ganz vielen, bei denen es tatsächlich länger dauert. Wir gucken nicht mehr auf die Vorgeschichte. Wie viele Jahre war der vielleicht schon unsichtbar tätig? Wir gucken nicht mehr auf die gleichzeitig vielleicht gestartet sind, aber von denen wir bis heute nichts gehört haben oder nicht so viel. Und die blenden wir alle aus. Ja. Ja, und dann ist es der eine, und wenn es bei denen geht, muss es bei uns auch gehen. Ja. Und das ist aber meistens nicht die Regel, Ja. stelle ich fest. Ja, Ja. sondern es ist eher Ja. die Ausnahme. Und wenn das glückt, ist das toll. Und ich glaube, dass solche Vorbilder auch durchaus Motivation sein dürfen, ja, Ja. weil man auch ja dann sagt, oh, und super, und ich möchte das auch erreichen und Ja. so. Nur
Schwierig wird es halt, wenn es sozusagen zum Nonplusultra wird. Also wenn das sozusagen dann der Weg sein muss und ja, genau. Also wenn, ja, weißt du, was ich meine? Ich Ne? weiß, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Genau. Und Brené Brown sagt immer dazu, schwimme in deine eigene Bahn. Ja? So mach den einen Ausschlag und dann den nächsten. Sobald du beginnst, nach links und rechts in die andere Bahn, wirst du definitiv nicht so schnell vorankommen, weil du mit was ganz anderem beschäftigt bist als Schwimmen. Ah, Und schönes Bild, ja. ja, also einfach schwimmen und Spaß dabei haben. Und ja, das ist super. Also Christina, ich bin total begeistert von dem heutigen Gespräch und ich glaube, wir haben ganz viele Sachen angeschaut und viele Tipps und Hinweise hinsichtlich Sichtbarkeit gegeben. Herzlichen Dank dafür. Ich danke dir. Wo senden wir die Leute hin, um diese virtuelle Messe anzuschauen? Wie heißt das? Und wir werden sowieso den Link zur Verfügung stellen. Genau. Also die Online-Messe heißt Lebensziele. Ja, ich glaube, den Link, wenn ich jetzt den, der würde jetzt, wäre jetzt zu so kompliziert, Zu wenn ich den. lang. aber ich glaube, also Online-Messe Lebensziele, darunter kann man das vielleicht auch finden. Und wir werden aber auf jeden Fall den Link einfach unter das Video stellen, sodass dann, dass dann die Leute dahin finden können. Das ist, glaube ich, der einfachere Weg. Sehr, sehr gut. So machen wir das und ich komme auch und schaue mir die Messe an. Super. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao.